Das würde bei mehrfachen Polstellen passieren. Nun gibt es aber noch den Ärger, dass ich quadratische Terme haben kann. Das will ich zumindest ansatzweise zeigen. In dieser Massierung treten die in der Praxis dann doch vielleicht nicht auf. Oder man arbeitet mit komplexen Zahlen. Dann ist es auch einfacher. Wenn ich meinen Nenner zerlege, kriege ich vielleicht dann nach dem Kürzen Polstellen, die Nullstellen des Nenners nach dem Kürzen. Aber wenn ich den Nenner zerlege, könnten jetzt auch noch quadratische Ausdrücke übrig bleiben. Zumindest ansatzweise zeigen, was passiert, wenn da unten irgendwo noch so ein quadratischer Ausdruck rumfliegt. Die könnte man vermeiden, die quadratischen Ausdrücke, wenn man das Ganze im Komplexen macht. Ist wahrscheinlich eleganter. Andererseits werden die Integrale dann so ein bisschen unhandlich, die Stammfunktionen unhandlich. Deshalb gucken wir uns mal an, was passiert bei so einer rationalen Funktion. Ein Polynom durch ein anderes mal x Quadrat plus 3x plus 11. Angenommen, das sei der Fall und angenommen, q von x ist nicht ohne Rest durch dieses quadratische Polynom teilbar. Dass das nicht doppelt vorkommt, das macht das Ganze noch ekliger. Also angenommen, q von x ist nicht ohne Rest, ich schreibe mal ganz schön im Konjunktiv, sei nicht ohne Rest durch das x² plus 3x plus 11 teilbar. Wenn das der Fall ist, hat man echt ein Problem und es wird noch viel schlimmer. Darauf will ich gar nicht eingehen. Nur der Fall. Angenommen, ich könnte das ich machen. Ich könnte aus dem Nenner so ein quadratisches Polynom abspalten. War vielleicht keine Nullstellen abspalten, aber vielleicht so ein quadratisches Polynom abspalten. Wie sehen Sie überhaupt, dass dieses quadratische Polynom keine Nullstelle hat? Warum das hier hinten keine Nullstelle hat? Dazu müsste ich ja eine quadratische Gleichung lösen. Und wenn Sie gucken, was in der quadratischen Gleichung steht, da steht x ist gleich bla 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 bla. Und unter der Wurzel steht minus 3 halbe ins Quadrat minus 11. Und das sieht irgendwie nicht gut aus. 3 halbe ins Quadrat, 9 Viertel und dann noch 11 abziehen, das wird negativ unter der Wurzel. Also ich gucke mir an, was steht unter der Wurzel in der PQ-Formel. Wenn das negativ ist, keine Lösung. Und das heißt für dieses Polynom keine Nullstelle. Das ist also echt keine Nullstelle im Reellen. Okay, angenommen diese Situation. Also nicht eine so und so vielfache Polstelle, sondern ich spalte im Nenner so einen quadratischen Term ab, weil an das andere vielleicht schon versagt hat. Gucken wir, was dann passiert, was die Partialbrüche angeht. Dann finde ich, ach nein, nicht äquivalent, sondern einfach nur gleich. Ich probiere mal Folgendes. Ich sage, naja, nehmen wir mal an, wir hätten irgendein A und ein B. Hoffentlich fällt uns gleich ein, wie sie richtig zu wählen sind. Irgendeine konstante A, irgendeine konstante B. Hoffentlich kriege ich das Ganze so hin. Das wäre mein erwünschtes Ziel, das so hinzukriegen. Ich kriege es nicht nur mit dem A hin, weil das quadratisch ist. Da steckt zu viel. Viele Fans drin. Ich muss an zu vielen Reglern drehen. A mal x plus b. Toll, toll, toll. Wir probieren das und das stellt sich tatsächlich raus. Nachher, man kann tatsächlich das erzwingen. Also, wenn Sie so einen quadratischen Term haben im Nenner, können Sie so einen Partialbruch abspalten. Aber mal gucken, was passiert. Ich schreibe wieder das mit demselben Trick hin wie vorher. Diesen Term plus den Originalausdruck, wenn das hier noch auf die Zeile passt. x² plus 3x plus 11 minus den Term da vorne, damit es auch wieder hinkommt, durch x² plus 3x plus 11.
Also bis dahin wieder nichts kaputt gemacht. Das minus das macht 0 und es bleibt das, was vorher da gestanden hat. Die Frage ist, finde ich solche A und B, dass das hinkommen kann? Mal gucken. Andersrum, es kommt sowieso immer hin. Was hier steht, kommt sowieso für alle A und B hin. Finde ich A und B, sodass sich hier hinten diese Differenz vereinfacht? Das ist die richtige Frage. Wieder mal auf einen Hauptnenner bringen. So. Sinnvollerweise den dann, plus 3x plus 11. Der erste steht schon auf dem Hauptnenner. Der zweite braucht noch das Q. Das würde ich gerne hinkriegen, dass das jetzt einfacher wird. Das stimmt immer noch, egal was Sie an A und B einsetzen, ist diese originale rationale Funktion gleich diesem Monsterausdruck, ax plus b durch den quadratischen Term plus und so weiter. Was ich jetzt hinkriegen möchte, ist, dass ich wie eben kürzen kann, dass dieser quadratische Term hier irgendwo wegfliegt. Dann sieht das Ganze ja hübsch aus. A mal x plus b durch den quadratischen Term plus irgendein mehr oder minder monströses Polynom durch q von x. Das würde ich gerne hinkriegen. Ich möchte hier hinten durch den quadratischen Term kürzen können. Das steht jetzt im Text wieder. Wenn ich es hinkriegen würde, dass hier hinten b von x minus q von x mal ax plus b, wenn das ein Vielfaches wäre von x² plus 3x plus 11, sagen wir das s von x-fache. Angenommen, ich kriege a und b so eingestellt, dass ich tatsächlich durch diesen Term hier hinten kürzen kann, dann habe ich natürlich, dass der ganze Kram für den Lückentext Nummer 18 folgendes ist, a mal x plus b durch x² plus 3x plus 11 und hier hinten würde stehen plus, oben habe ich x² plus 3x plus 11 mal s von x, unten habe ich q von x mal x² plus 3x plus 11 und könnte kürzen, wenn denn a und b so wählbar wären, dass ich den Zähler so spitten kann. Das muss man sich jetzt gleich noch überlegen, dass tatsächlich A und B immer so wählbar sind, dass ich das zerlegen kann, Zähler. Wenn das so ginge, wäre das hübsch, dann sehen Sie, dass ich so einen Partialbruch abgespalten habe. Der ist nicht ganz so schön wie vorher. Vorher hatte ich irgendwie sowas wie A durch x minus 3 hoch 5 und seine Nachfahren. Hier steht im Zähler leider a mal x plus b. Das muss man dem zugestehen. Und unten steht das Quadratische, aber es ist immer noch besser als alles andere, was man sonst so machen kann. Wenn ich a und b richtig wählen kann, sodass diese Division hier aufgeht, dass im Zähler, dass der Zähler durch das Quadrat hier teilbar ist, wenn ich a und b so finden kann, wäre ich fertig. Dann hätte ich, das ist dieser Partialbruch plus ein Ausdruck, aus dem dieses Quadrat verschwunden ist. Ein einfaches Polynom im Zähler und nur noch der Rest des Nenners da. Dazu müsste man sich jetzt, das ist analog zu den ganzen Zahlen hier, analog zu dem hier, dazu müsste man sich jetzt überlegen, dass tatsächlich alle möglichen Reste vorkommen. Da wäre der Grund der folgende. Wenn man diese Polynomdivision ausführt, p von x minus q von x mal ax plus b durch das Quadrat, das ist überhaupt nicht mehr lesbar, plus 3x plus 11. Wenn Sie diese Polynom
Division ausführen, kommen alle möglichen Reste vor. Da müsste man noch mal eine Viertelstunde reinstecken, das zu zeigen, aber ich hoffe, dass das dann analog zu den ganzen Zahlen nicht unplausibel ist. Wenn Sie dieses A und dieses B durch alle reellen Zahlen laufen lassen jeweils, kriege ich hier netterweise alle möglichen Reste. Könnte man wieder zeigen, weil sonst nicht zu Ende geteilt ist und so weiter und so fort. Alle möglichen Reste, wenn Sie angucken, was bei dieser Polynomdivision überhaupt als Rest möglich ist. Die Reste, die Sie hier kriegen, sind maximal Polynome ersten Grades. Ich teile durch x², das heißt, im Rest darf kein x² mehr vorkommen, sonst hätte ich nicht zu Ende geteilt. Als Rest kommt hier irgendwas mal x plus irgendwas. Dann kann man noch ein paar Minuten nachdenken, führe ich nicht vor. Wenn a und b alle möglichen Werte durchlaufen, durchlaufen auch diese beiden hier alle möglichen Werte. Insbesondere kommt als Rest 0 mal x plus 0. Für eine gute Kombination von a und b muss das aufgehen. Das heißt, ich kriege das immer hin. Man bestimmt a und b nicht ausdrücklich auf diese Weise, das wäre pervers, man geht nachher anders dran. Es reicht mir zu überlegen, dass es solche geben muss. Das heißt, wenn ich so einen quadratischen Term habe, der nur einmal vorkommt im Nenner, kann ich den auf diese Weise abspalten, aber mit einem a mal x plus b. Nicht nur eine nackte Konstante im Zähler, Sie brauchen ein a mal x plus b. Plus was übrig bleibt.